zusammen. Heute ist viel los. Baby Truck und Max Monster Truck brauchen einen Reifenwechsel. Aber wo ist Max? Oh, hallo, Max. Los, los, Mechaniker. Gelbi! Oh, Gelbi hat sich den Kopf gestoßen. Also seid ihr dran, Blaui und Roti. Komm mit, Gelbi. Die Reifen habt ihr wohl vertauscht. Schon okay. Wir machen alle mal Fehler. Wir müssen die Reifen nur zurücktauschen. Oh, keine Sorge, Max. Wir haben es gleich geschafft. Ja. Oh. Baby Truck, wir wissen, dass du Spaß hast. Aber die Reifen gehören Max. Vielleicht sollten wir sie ihm zurückgeben. Oh, gut gemacht, Baby Truck. Es ist wichtig, die Sachen immer zurückzugeben, die man sich ausleiht. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Hallo zusammen. Baby Truck ist hier, um mit den Mechanikern zu spielen. Juhu! Hihi! Ich komme auch gleich spielen. Ich wechsle nur noch schnell Fiona Feuerwehrautos Reifen. Jemand braucht unsere Hilfe. Oh nein, da ist ein Feuer und Fiona kann nicht helfen. Ihre neuen Reifen sind noch nicht da. Was sollen wir tun? Aha, das ist es. Die Waschanlage. Baby Truck, wie würdest du es finden, wenn du heute Feuerwehrauto sein könntest? Los, los, Baby-Feuerwehrauto! Alles gut, Trevor. Hab keine Angst mehr. Hier kommt Geckos Feuerwehr. Oh nein! Wir haben ein Leck! Übernimm du, Roti! Alles gut, Roti! Kein Problem, Trevor. Und gut gemacht, Baby Truck. Du machst dich echt gut als Feuerwehrauto. Bis bald zusammen. Komm, Grüni. Lass uns all den Müll bei Tilly aufladen. Ups. Tut mir leid. Das alte Sofa muss auf die Müllkippe. Wir können es nicht behalten. Familie Truck, Mama Truck, Mami Recycling und Baby Truck. Oh nein!
Sterne, Baby Truck. Das war eine harte Landung. Wenn wir es nur irgendwie weicher machen könnten. Wie war das, Mami? Du hast eine Idee? Schön, Baby Truck. Dieses Mal landest du bestimmt weich. Gern geschehen, Baby Truck. Oh, danke, Mami Recycling. Es ist immer schön, etwas Neues aus etwas Altem zu machen. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Es ist ein schöner, sonniger Tag, also wird Roti heute aufs Dach steigen. Und unsere neuen Solarplatten anschließen. Die saugen die Energie von der Sonne auf und machen daraus sauberen Strom für die ganze Werkstatt. Hallo, Bobby. Wow. Sieh dich nur an. Du bist ja ganz schmutzig und wir haben dich erst gestern sauber gemacht. Kein Problem. Plitsch, plitsch und platsch, aktiviere Geckos Autowaschanlage. Du bist wieder sauber und bereit für die Straße, Bobby. Oh, du bist wieder schmutzig. Wie ist das passiert? Ich glaube, wir müssen dich per Hand waschen. Ja. Blitzsauber. Jetzt kannst du wieder auf deine Busstrecke, Bobby. Das macht dich immer so schmutzig. Dein alter Benzinmotor. Was würdest du von einem neuen, sauberen Elektromotor halten? Sind die Solarplatten bereit? Die Platten wandeln die Sonnenenergie um. Und schon macht Bobby sauber. Brumm, brumm. Wir sehen uns bald wieder für noch mehr Spaß bei Geckos Werkstatt. Hallo zusammen. Wir gehen heute Abend campen. Hihi, nicht weit von zu Hause. Wir müssen nur das Zelt aufbauen. Hä? Hä? Hihi. Nicht so schlimm, Mechaniker. Ha, es wird schon dunkel. Lasst uns ein Feuer machen und Marshmallows grillen. Beim Feuermachen passt gut auf, haltet Abstand und achtet drauf. Hm, seht mal, Fiona, Feuerwehrauto und Dandy. Dann gibt es wohl einen Notfall. Feuer, Feuer, keine Panik, Leute. Dandy ist hier und kümmert sich um die Gefahr. Warte, Dandy, stopp. Das ist unser Lagerfeuer. Ups. Tut mir leid, Gecko. Ist okay, Dandy. Wir wollen ein paar Marshmallows grillen. Wollt ihr zwei vielleicht mitmachen? Ja, natürlich. Danke. Juhu. Ups. Tut mir leid, Fiona. Heilige Leiter. Fionas Steuerung ist außer Kontrolle. Bleibt alle ganz ruhig, denn die macht das. Hä? Oh.
Halt dich fest, Dandy. Keine Sorge, es läuft alles nach Plan. Oh. 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 Der Knopf sollte die Leiter stoppen. Oh. Bringen wir Fiona in die Werkstatt und reparieren die Steuerung. Werkzeug raus, wir reparieren was. Währenddessen reimen macht Spaß. Ich glaube, Fionas Steuerung spinnt. Wir sehen uns das mal an, geschwind. Die Knöpfe kaputt und die Hebel ganz locker. Erneuern wir die und hauen alle vom Hocker. Bei denen habe ich keine Bedenken. So können die zwei wieder Feuer bekämpfen. Gut gemacht, Team. Wir haben es geschafft. Die Reparatur hat viel Spaß gemacht. Das war toll. Danke, Gecko. Nein, danke, Mechaniker. Ich liebe Marshmallows. Wir müssen los. Jemand braucht unsere Hilfe. Ups, das war's nicht. Tut mir leid. Na ja. Wir sollten sowieso ins Bett. Bis bald. Hallo zusammen. Wir haben gerade dieses große Loch gebuddelt, damit ich ein Wasserrohr reparieren konnte. Kommt mit, Mechaniker. Wir machen euch sauber. Es ist schon bald Schlafenszeit. Danke für die tolle Arbeit, Eric. Alles sauber, Mechaniker. Keine Sorge, Mechaniker. Hier gibt es keine Skorpione. Heiliger Schraubendreher! Ein riesiger Skorpion! Wartet! Ich weiß, was hier los ist. Kommt her, ihr Kleinen. Manchmal ist es anders, als man denkt. Oh. Haha. Zuerst sollten wir den ganzen Matsch von dir runterholen. Seht ihr, Mechaniker? Das ist kein riesiger Skorpion. Das ist unser Freund Eric. Oh. Jetzt sollten wir deinen Baggerarm reparieren. Werkzeug raus, wir reparieren was? Schraubendreher, Schlüssel. Währenddessen reimen macht Spaß. Kommt schon, Mechaniker, keine Zeit zu verlieren. Wir müssen Eric schnell reparieren. Die hydraulischen Kolben machen Eric sehr stark. Mit diesen neuen retten wir seinen Tag. Du bist repariert und kannst wieder heim. Nur fall nicht noch mal in dieses Loch hinein. Gute Arbeit, Mechaniker. Wir haben Eric wieder stark und kräftig gemacht. Bis bald. Bitte schön, Roti. So gut wie neu. Fühlt sich an, als hätte ich euch alle erst gestern gebaut. Aber keine Sorge, ich bewahre die Anleitungen hier drinnen auf. So weiß ich immer, wie ich euch reparieren kann. Titi. Wenn ich so eine Anleitung in die Hände kriege,
könnte ich meinen eigenen Mechaniker bauen. Dann wäre meine Werkstatt wirklich die beste. Oh, wach auf, Sly. Ich habe einen listigen Plan. Oh, Sly, was machst du denn hier? Wo ist der Wiesel? Du hast ein Problem mit dem Auspuff? Na, wenn Herr Wiesel nicht hier ist, sehe ich mir das natürlich an. Hm. Oh, ich kriege die Anleitung. Ich kriege die Anleitung. Haha. Haha. Gibst du mir bitte eine Zange? Gib schon auf, Mülleimer. Die Anleitung gehört jetzt mir. Puh, ich hab's. Ha, du bist repariert, Sly. Hey, Roti, brauchst du schon wieder eine Reparatur? Hallo zusammen. Seht mal, es schneit. Heute wollen wir... Ah! Vorsicht, Blaui. Warte, Tilly, du hast keine Winterreifen dran. Seht her, Sly ist das beste Schneefahrzeug überhaupt. Ah. Wer hat den geworfen? Dieser schreckliche Frosch und seine Mülleimer. Denen zeig ich's. Nehmt das. Wir müssen Tilly da wegholen. Schiebt mich, Annika. Zitternder Schraubendreher. Jetzt ist Tilly ein riesiger Schneeball. Oh, arme Tilly. Dir ist bestimmt kalt. Du brauchst Winterausrüstung. Kommt, Mechaniker. Werkzeug raus, wir reparieren was? Schraubendreher, Schlüssel. Währenddessen reimen macht Spaß. Wir bauen Tilly diese neue Heizung ein, dann wird ihr bald nicht mehr kalt sein. Als nächstes braucht Tilly außerdem Winterreifen und die sind echt bequem. Dann bekommt Tilly noch Schneeketten. Damit fährt sie sicher, wollen wir wetten? Ist der Notfallalarm. Jemand braucht Hilfe. Schnell auf mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt sofort. Oh nein, Herr Wiesel hat sich im Schnee festgefahren. Sollen wir Sie zurück in die Werkstatt ziehen, Herr Wiesel? Nein, sollt ihr nicht. Sly kommt sehr gut allein im Schnee zurecht. Es läuft mir den Nacken runter. Oh je, das ist nicht so cool, Herr Wiesel. Bis bald. Schnell, auf mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns... Viele brauchen uns sofort. Heiliger Schraubendreher, Mechaniker. Unsere Freunde haben alle platte Reifen.
Oh je. Ich glaube, die Fahrzeuge haben keine Lust mehr zu warten. Oh, verschraubt nochmal. Ich musste noch nie so viele Reifen so schnell wechseln. Apropos schnelle Reifen, das klingt wie... Oma! Da ist mein kleiner Gecki. Und er hat gerade so viel zu tun. Woher weißt du das? Der liebe kleine Blaue hier hat's mir gesagt. Es ist okay, auch mal andere um Hilfe zu bitten. Danke euch beiden. Ich helfe gern. Genau wie du mir und allen anderen auch immer hilfst. Auf geht's, Kinder. Lasst uns loslegen. Los, los, Oma. Ja, Mechaniker, ich habe eine Idee. Geübt, oder, Gecki? Ich habe von der Besten gelernt. Komm bald wieder, Liebes. Danke, Oma. Das war eine reife Leistung von dir. Ha, und der Witz hätte noch etwas reifen können. So, wer hat Hunger? Du solltest dich ausruhen, Oma. Aber ich habe dein Lieblingsessen mit. Omas Apfelkuchen. Oh, hihi. Du schaffst das, Molly. Hihi, ja, geschafft. Keine Sorge, Molly. Wir retten deinen Teddy. Kommt alle mit. Teddy ist auf Fiona. Folgt dem Feuerwehrauto. Fiona, halt an. Was zum? Haha, hau ab, Frosch. Lass mich durch. Wilbur T. Weasel überholt. Haha, nein. Die Ampel ist immer rot. Warte, Fiona. Ich muss auf deinem Dach nachsehen. Verschraubt noch mal. Er ist weg. Ah, na endlich. Sieh an. Ein neues Maskottchen für meine Fahrt mit Sly. Wo ist meine Kamera? Ich will ein Foto machen und vielleicht kann ich mit dem Teddy auch meine Scheiben putzen. Oh, wir suchen weiter, Molly. Keine Sorge. Aus dem Himmel hätten wir eine bessere Sicht. Heiliger Schraubendreher, da ist Mollys Teddy. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Wo ist der hin, Sly? Er kann doch nicht einfach verschwinden. Bis bald. Zum Glück hat es aufgehört zu regnen. Jetzt können wir weiter picknicken. Neu hier. Kat heiße ich und retten kann ich dich. Ich bin hier, um alle zu beschützen. Hallo, Kat. Ich bin Gecko und das sind die Mechaniker. Wir machen hier ein Picknick. Willst du mitmachen? Habt ihr auch Thunfisch-Sandwiches? Ich glaube ja. Haben wir noch welche, Tilly? Tilly! Ich komme! Oh,
nein, es ist zu matschig. Tilly rutscht weg. Vamos, Helena. Jemand braucht unsere Hilfe. Es klappt nicht. Warte, Tilly. Mach weiter so, Blaui. Ich komme nicht dran. Gecko, nimm den Regenschirm. Aha. Oh. Oh. Das war knapp. Oh, bitteschön, Tilly. Wir sind ein gutes Team, Gecko. Das stimmt. Danke für die Hilfe, Cat. Hallo, Bobby. Oh je. Lass uns die alte Stoßstange ersetzen. Okay, Mechaniker. Nehmt ihr bitte die alte Stoßstange ab? Aber ganz vorsichtig. Langsam. Langsam. Vorsicht, Mechaniker. Wir müssen zusammenarbeiten. Au! Au! Oh. Danke, Grüni. Oh je, ihr müsst die Reparatur allein schaffen, Mechaniker. Oh, Mechaniker, ihr müsst zusammenarbeiten. Oh, gut gemacht, Mechaniker. Seht ihr, wie viel man mit Teamwork schafft? Du bist fertig, Bobby. Oh, hallo zusammen. Vicky Eiswagen ist gerade zur Reparatur hier. Wir sind jetzt bei den letzten Feinheiten. Danke, Gelbi. Bringst du mir bitte einen Schraubendreher? Vorsicht, Mechaniker. Der Schlauch ist voll mit eiskalter Luft, denn so hält Vicky ihr eiskalt. Gelbi, drück bloß nicht den Knopf. Mechaniker, ihr habt mich gerettet. Jetzt
Lasst uns Vicky fertig reparieren. Danke, Vicky. Bis bald. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Bobby Bus ist gerade zur Kontrolle hier. Wir sind fast fertig. Wartet, Mechaniker! Ich bin noch hier oben! Bobby! Bobby! Oh nein, er kann mich nicht hören! Mechaniker, schnell, tut etwas. Vorsicht, da ist eine Brücke. Wow, heiliger Schraubendreher. Oh ja, eine hohe Brücke. Gute Idee, Mechaniker. Wenn ich nur daran... Oh, verpasst. Was jetzt? Oh. Wow. Gute Idee, Gelbi. Du hast mich gerettet. Schon okay, Bobby. Du wusstest es nicht. Und niemand ist verletzt. Danke für eure Hilfe, Mechaniker. Was würde ich nur ohne euch tun? Bis bald. Ja. Hoho, gut gemacht, Cat. Gracias, Gecko. Wir sind heute zu Cats Geburtstag bei ihrer Basis. Wir haben einen riesen Kuchen für sie. Aber, das weiß sie noch nicht. Hihi. Und alles Gute zum Geburtstag. Danke, amigos. Hurra! Oh, hurra! Fertig, Mechaniker. Heute ist Heiligabend und die Werkstatt sieht perfekt aus. Wisst ihr, was ihr euch vom Weihnachtsmann wünscht? Oh, du weißt es nicht, Blaui? Dann entscheide dich mal. Der Weihnachtsmann kommt bald. Ho, ho, ho. Wow, ich dachte nicht, dass er so bald kommt. Hallo, Weihnachtsmann. Gecko, ich brauche deine Hilfe. Meine Rentiere sind krank, also kann ich nicht fliegen.
Das müssen wir schnellstens wieder hinbiegen. Bringe ich das Spielzeug nicht heute zu den Kindern, dann wird das die Weihnachtsfreude überall mindern. Keine Sorge, Weihnachtsmann. Das kriegen wir hin. Das ist es. Geckos Team findet Weihnachten statt. Dafür gibt es für euch Geschenke satt. Genau, was ich brauche. Danke, Weihnachtsmann. Weißt du jetzt, was du willst, Blaui? Hoho! Du willst fliegen auf meinem Schlitten? Da musst du mich nicht lang drum bitten. Ho, ho, ho! Wir von Geckos Werkstatt wünschen euch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Da ist Dylan Kipplaster. Wie können wir dir helfen? Du hast Probleme mit deinem Kipper? Los, los, Mechaniker! Verstehe. Dein Kipper kippt sich von selbst aus. Mal nachsehen. Ich glaube, der Kolben muss ersetzt werden. Wenn ich hier ziehe, hört er auf, bis ich den neuen Kolben geholt habe. Wird es beheben. Oh. Hä? Wieso ist der wieder umgelegt? Hm. Oh, hihihi. Also ihr habt den Schalter umgelegt. Oh, schon okay. Ihr habt gespielt. Nun helfen wir Dylan ganz gezielt. Jetzt hast du einen neuen Kolben, Dylan. Aber ich weiß, was wir mit dem alten machen können. Okay, Mechaniker, fertig. Guckt euch mal eure neue Rutsche an, die ich aus Dylans altem Kolben gebaut habe. Wo bist du? Hallo zusammen. Wir arbeiten heute draußen, weil Fionas Leiter klemmt und sie zu groß ist. Oh, deine Reifen sollten wir auch überprüfen, Fiona. Oh, Blaui. Holt bitte jemand den Wagenheber? Gut gemacht, Roti. Ich hol mein Werkzeug. Ach du rote Neune.
Keine Sorge, Roti. Wir holen dich da irgendwie runter. Grüni, Gelbi, holt eine Decke. Ich habe eine Idee. Roti, wenn ich loslassen sage, lässt du los, okay? Loslassen! Oh. Blaui, jetzt kannst du ein Held sein. Bereit, Blaui? 3, 2, 1, los! Keine Sorge, wir fangen euch. Blaui, ein Hurra für unseren Helden! Komm, du Supermechaniker, lass uns Fiora fertig reparieren. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Sieh mal, Roti, das ist Cat. Mit den neuen Landekufen, die wir Helena Helikopter montiert haben, kann sie sicher im Schnee landen. Ja! Geschafft, Helena! Hallo, Cat! Hola, Gecko! Hihi, sieh mal, Roti. Carrie und Barry bauen einen Schneemann. Hey! Heiliger Schraubendreher! Sie treiben davon! Los, los, Tilly Abschleppwagen! Keine Sorge, Zwillinge. Wir retten euch. Halt dich fest, Carrie. Ja. Oh, nein. Cat, versuchst du, Barry zu erreichen? No problemo. Vamos, Helena. Knopf, Roti! Geschafft! Schade, dass wir den Schneemann nicht retten konnten. Gecko? Ups! Lo siento! Hehe, schon okay, Cat. Jetzt hatten wir doch noch einen Schneemann. Hehe, oder eben einen Schneegecko. Oh, hallo zusammen. Blaui und ich wollen gerade einen Weihnachtsbaum für die Werkstatt kaufen. Oh, Bobby, der Bus. Er steckt fest. Oh. Hier ist ein Kakao zum Aufwärmen. Keine Sorge, Bobby. Wir holen dich raus. Funktioniert nicht. Hak uns aus, Blaui. Wir probieren was anderes. Oh nein! Jetzt steckt Tilly auch im Schnee fest. Oh, Blaui. Wir stecken wohl auch fest. Sei nicht traurig, Blaui. Irgendwer wird uns helfen. Wenigstens haben wir den Kakao, der uns warm hält. Ups. Sieh mal. Der Kakao hat den Schnee geschmolzen. Ich habe eine Idee.
funktioniert. Warte, Bobby. Gern geschehen, Bobby. Aber was machen wir mit dem umgestürzten Baum? Aha. Perfekt. Und fröhliche Weihnachten. Hallo zusammen. Trevor kriegt heute eine neue Ausrüstung von uns. Grüni, gibst du mir bitte... Grüni? Grüni? Grüni, wo bist du? Oh. Oh. Grüni gießt ihren Lieblingsbaum. Haha, hoho. Aus dem Weg, Kleine. Ich werde ein neues Schnellrestaurant aufmachen. Und dieser Baum ist mir im Weg. Ah, weg da, Mülleimer. Dieser Baum ist Geschichte. Ha. Herr Wiesel, Sie dürfen Grünis Lieblingsbaum nicht abholzen. Wieso nicht? Das ist doch nur ein dummer Baum. Weil, au, oh. Äpfel, aha, das bringt mich auf eine Idee. Trevor. Zum Schnurrhaar nochmal. Was hast du jetzt vor? Sehen Sie, Herr Wiesel, der Baum ist sehr wichtig. Daran wachsen leckere Äpfel. Man braucht doch kein Schnellrestaurant, wenn man diesen Baum hat. Hm. Denkst du, ich esse lieber einen dummen Apfel als... Mmh, der ist echt lecker. Ich bin stolz auf dich, Grüni. Du warst mutig und hast den Baum beschützt. Gut gemacht. Da sind Mama Truck und Baby Truck. Warum wartet ihr hier? Der Tunnel ist blockiert und ihr kommt nicht durch? Hm, das sehe ich mir mal an. Wow, ein Niederbruch. Noch ein Niederbruch. Wir sitzen hier fest. Keine Sorge, ich habe mein Werkzeug dabei. Größeres Werkzeug. Nicht mal Tilly ist stark genug, um den Felsen zu bewegen. Wie sollen wir hier rauskommen? Hast uns gerettet. Ich sollte Erik Bagger anrufen, damit er die Felsen wegräumt. Wir sehen uns nächstes Mal zu Spaß und Abenteuer in Geckos Werkstatt. Ihr
ihr seht schön gruselig aus. Ihr seid bereit für Halloween. Und Tilly ist auch dabei. Was ist los, Grüni? Draußen ist ein Monster? Ich gehe mal nachsehen. Keine Sorge, Mechaniker. Es gibt keine Monster. Hallo? Hallo? Geht es dir gut, mein Freund? Komm ins Licht. Oh, mein lieber Max, du brauchst eine Halloween-Reinigung. Ab mit dir in die Waschanlage. Keine Sorge, Mechaniker. Denk daran, es gibt keine Monster. Bist du soweit, Max? Na bitte, Max. Jetzt bist du nicht mehr gruselig. Fröhliches Halloween euch allen. Gibst du mir einen Schraubenschlüssel, Blaui? Das ist kein Schraubenschlüssel. Das ist ein Holzlöffel. Klingt wie Babytruck. Ich frage mich, weshalb sie so aufgeregt ist. Haha, ich präsentiere Wilbur T. Wiesels neuen Elektromagnet. Oh, oh! Wie schaltet man den aus? Oh, oh! Oh, 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 oh! Oh nein! Herr Wiesel hat ein magnetisches Problem. Alles okay, Gecko. Wenn du ihn nur ausschalten könntest, indem du den Schalter betätigst. Blaui, stopp! Ein Magnet zieht alles an, was aus Metall ist. Oh. Oh nein, Mechaniker. Oh, ich weiß, bei mir Recycling. Ich muss ihn abschalten. Aber ich darf kein Metallwerkzeug benutzen. Ha, na klar, der Holzlöffel. Keine Sorge, Freunde. Gleich seid ihr frei. Dank meiner kleinen Holzlöffelbastelei. Ha, das wird nicht funktionieren. Geht es euch gut? Oh, super. Wir sehen uns bald zu neuen Abenteuern in Geckos Werkstatt. Bis bald. Da, 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 di, du. Sehr gut, Mechaniker. Oh, heiliger Schraubendreher. Ich glaube, da ist jemand traurig. Oh, seht mal. Das sind Max Monster Truck und seine kleine Schwester Molly. Lasst uns ihnen helfen. Hallo, Max. Hallo, Molly. Das Karussell klemmt scheinbar. Keine Sorge, Molly. Gleich dreht es sich wieder. Seht mal, Familie Truck. Hallo, Baby Truck. Du brauchst Hilfe, damit dein Drachen wieder fliegt. Und ich habe eine Idee. Mechaniker, wir brauchen Öl und einen Schraubenschlüssel.
Okay, Mechaniker, schiebt! Wow, nicht so schnell! Oh, oh, verschraubt doch mal, mir ist schwindelig. Jetzt testen wir meinen Plan. Bereit, Mechaniker? Diesmal vorsichtig. Funktioniert! Gut gemacht, Mechaniker. Alle haben Spaß. Sehr gut, Erik. Ist es jetzt besser? Was war das? Oh, das ist Max Monster Truck. Er sollte hier doch nicht spielen. Baustellen sind gefährlich. Seht euch nur an, wie viel Chaos Max macht. Max hat kein Benzin mehr. Wir müssen ihn da rausholen, bevor der Beton hart wird. Schnell, Mechaniker, holt das Benzin. Oh nein, der Beton wird in einer Minute hart sein. Oh, wie sollen wir denn das Benzin nur zu Max bringen? Erik hat eine Brücke gemacht. Der Beton ist fast fest. Fahr, Max, fahr! Ich glaube, Max hat seine Lektion gelernt. Danke, Max. Wieder ein Problem gelöst. Wir sehen uns. Bis bald. Hallo zusammen. Heute machen wir eine Reparaturmesse in der Werkstatt. Und Oma ist mit ihrem berühmten Apfelkuchen hier. Oh. Hallo, Herr Wiesel. Braucht Sly eine Reparatur? Reparatur? Ha! Ich brauche keine Hilfe. Sly macht viel besseres Eis als Vicky. Seht her! Oh. Oh. Fantastisch! Oh. Oh, ignorier ihn, Gecky. Mit Angeberei kommt man nicht weiter. Wir haben was zu tun. Komm, wir wechseln Vickys Reifen. Ja, ihr steckt in der Vergangenheit fest. Reifen, willkommen in der Zukunft. Kettenfahrwerk. Bin ich nicht ein Genie? Bei meinen Schnurrhaaren, was passiert denn hier? Oh je. Yeah. Das Zubehör dreht durch. Oh, 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 du dumme Maschine. Muss ich denn alles selber machen? Hilfe! Komm, Oma, wir halten das Auto auf. Werkzeug raus, wir reparieren was. Währenddessen reimen macht Spaß. Gut so, Gecky, kletter rauf. Mit diesem Schlüssel hört's gleich auf.
Die Ketten drehen sich die ganze Zeit. Wir nehmen sie ab und helfen Sly. Blaui, bring den Wagenheber her. Den braucht man in solchen Momenten sehr. Was für ein Chaos mit den Ketten. Doch diese Reifen können dich retten. Siehst du? Dieses ganze Bling-Bling oder wie du es nennen willst, bringt nichts, wenn die Grundlagen einfach nicht stimmen. Ja. Ich hatte alles unter Kontrolle. Mein Zubehör ist nur sensibel. Wie gesagt, mit Angeberei kommt man nicht weiter. Das stimmt, Oma. Bis bald.